Herr Jackson, hallo. Ja, guten Tag, Herr Jackson. Ich bin bei Ihnen versichert und ich habe hier ein kleines Problem. Mein ganzer Keller ist vollgelaufen mit Wasser. Oh, das hört sich ja nicht so gut an. Bin ich dagegen versichert? Ja, da sind Sie bei uns versichert. Sie haben ja die Elementarschadenversicherung. Können Sie schon Erstmaßnahmen durchführen, zum Beispiel eine Pumpe aufstellen, um die Nässe und das Wasser aus dem Keller zu pumpen? Ja, sowas hätte ich. Ja. Ja, wir würden uns dann um die Gebäudetrocknung kümmern. Was Ihnen hier passiert ist, kann man auf dem Schieber ganz gut anschaulich erkennen. Durch den ansteigenden Pegel im Abwasserrohr ist das Ganze hier überflutet worden. Und was machen wir jetzt? Ich würde Ihnen empfehlen, hier eine Hebeanlage einzubauen mit einer Rückstauschleife unterhalb der Kellerdecke, dass wir über die Rückstauebene kommen. Also unsere Empfehlung wäre jetzt hier den Schacht einzubauen anstatt des vorhandenen Schachtes. Der Vorteil von diesem Schacht hier ist, dass er eine glatte Oberfläche hat, ist absolut dicht und wir haben über den Deckel eine Geruchsdichtigkeit, dass es eben auch zu keiner Geruchsbelästigung kommt. Und in diesen Schacht bauen wir dann hier diese Hebepumpe ein, die automatisch über einen Schwimmerschalter ein- und ausschaltet. Sollte das mal nicht funktionieren, haben wir zusätzlich eine Alarmschaltung, die dann gegebenenfalls die Waschmaschine ausschalten würde. Wir haben jetzt die Hebeanlage hier montiert für die Rückstausicherung. Die Pumpe sitzt in dem Schacht da unten mit dem Schwimmerschalter und wenn ein gewisses Niveau erreicht wird, wird eben das Abwasser über diese Rückstauschleife drüben abgeführt und dadurch haben wir hier eben Rückstausicherung erreicht. Wir haben für Sie jetzt auch hier eine Alarmschaltung eingebaut. Die hat den Zweck, falls die Pumpe mal nicht funktionieren sollte, gibt dieses Gerät hier eine Meldung und schaltet die daran angeschlossene Waschmaschine ab, damit nicht weiterhin Wasser zulaufen kann.